Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fassler und herzlich willkommen zu einem weiteren Flohmarkt-Video. Wie immer gehe ich am Wochenende auf den Flohmarkt, kaufe da Sachen günstig ein, um diese dann mit Gewinn weiter zu verkaufen. Beziehungsweise landet auch ein kleiner Teil davon in meiner persönlichen Sammlung. Falls du meinen Flohmarkt-Video verpasst haben solltest, dann ist es auf jeden Fall nicht schlimm. Ich habe dir hier oben eine Playlist erstellt, wo ich jedes neue Flohmarkt-Video hochlade. Und zum Anfang würde es mich natürlich wie immer übelst supporten, wenn du mir ein Abo da lässt und die Glocke anschaltest, weil so verpasst du keine neuen Flohmarkt-Videos mehr. Hallo. Hallo. Wie viel soll hier ein Plüschtier kosten? Das kommt drauf an, was ich haben möchte. Okay. Guten Morgen. Der hier zum Beispiel? Fünf. Ja? Das ist steif. Der kostet 15. 15. Der hat auch noch das Dings da drin. Ne? Mhm. Da steht auch noch alles drin. Okay. Steif. Wie viel kostet hier eine Kassette? Ich nehme den ganzen Karton mit und dann zahlst du es für mich einfach. Ein Fünfer? Dann sind sie weg und dann nimmst du alle mit. Komplett alles, so wie sie da stehen. Okay. Was kostet? Dann habe ich sie. 2 Euro. Euro? Mach Euro. 1,50. Ja, komm, mach Euro. Ja, nehme ich die mit. Ja? Jo. Beim ersten Stand habe ich diesmal für 5 Euro einen ganzen Karton voller Hörspielkassetten mitgenommen. Ja, ihr habt richtig gehört, 5 Euro. Ich musste im kurzen Clip dann auch nochmal nachfragen, ob er das wirklich ernst meint. Für 5 Euro kann man definitiv nichts verkehrt machen. Ihr habt ja auch anfangs in dem Clip gesehen, was das so für Hörspielkassetten mit dabei sind. Wir haben Alf, wir haben die Turtles, wir haben Airwolf und das sind einfach Kassetten, die richtig gut gehen. Also ich wette mit euch, mindestens 1 bis 2 Euro bekommt man hier pro Kassette. Und wir haben hier zum Beispiel auch ein paar Serien. Alf habe ich 1 bis 3 jetzt. Oder aber auch Turtles. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wo hier die Turtles ist. Hier. Hier haben wir auch eine Turtles-Kassette und ihr seht, in einem echt perfekten Zustand. Was mich wirklich gewundert hat bei der ganzen Sache, ist hier diese Serie. Ich habe hier von 1 bis 6 die Kassetten Airwolf. Hat mir auch anfangs überhaupt nichts gesagt. Ich habe dann einfach mal im Internet recherchiert. Und da habe ich gesehen, dass Airwolf 1 bis 12 die ganzen Kassetten für 80 Euro weggehen. Ja, das hat mich übelst gefreut. Ich habe zwar nicht 1 bis 12, aber 1 bis 6. Und deswegen setzen wir da einfach mal so die Hälfte an. Ich wette mit euch, ich bekomme dafür so circa 30 bis 40 Euro und den Rest verkaufe dann so circa für ja, 2 bis 3 Euro inklusive Versand. Schmeckt! Hm? Moin. Moin. Wie viel soll dein Brettspiel kosten? Welches Spiel denn? Das Monopoly. Das schöne Eisig hier. Achso, okay. Ist auch ein bisschen angesinkt. Mhm. Aber drinnen ist sauber. Also die Packung, ne? Ein bisschen. Fünfer. Der Verkäufer wollte für das Monopoly 5 Euro haben. Ihr habt die OVP gesehen, die war übelst fleckig. Ich wette mit euch, das ist mal nass geworden. Und innen drin hat er ja gemeint, dass es sauber ist. Ja, also für mich war es jetzt trotzdem nicht sauber und 5 Euro war ein hoher Preis. Ich wette mit euch, ich hätte den bestimmt auf so 2 Euro auch noch drücken können. Aber ja, für 2 Euro und dann so ein fleckiges und altes und staubiges und ekliges Monopoly mitnehmen. Nee, ich hab's mir dann gespart und bin dann weiter. Thank you.
Hallo. Hallo, bitteschön. Bitteschön. Wie viel kostet hier eine DVD? 2 Euro. Kennst du schon die kostenlosen Telegram-Deals-Gruppen? Meine Community und ich suchen den ganzen Tag nach profitablen Deals. Die Links dazu findest du einmal in der Videobeschreibung und wir sind auch schon über 1000 Mitglieder. Nochmal, ne? Oder? Hm? Sind da 2 für die? Für die 2, die meine Freundin hat? 4 Öl. 2? 4. 4. Würdest du haben? Hm? Ja? Dann nehmen wir die 2. Mach 3. 3? 3. Okay. Dann habe ich auch mal was für die persönliche Sammlung mitgenommen. Ich blende euch hier oben mal ein, die Verkaufspreise. Also ich habe 2 DVDs für 3 Euro mitgenommen. Ja, ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Einmal den ersten Jackass-Film und dann haben wir da auch nochmal eine DVD mitgenommen, die eigentlich sonst in so einem Boxset drinnen ist. Mal gucken, ob ich irgendwie das Boxset mit der Zeit halt vervollständigen kann. Ich feiere übelst Jackass. Ich weiß noch, als das damals auf MTV gelaufen ist, durfte ich das immer nie schauen. Für solche Sachen entwickelt man dann, wenn man ein bisschen älter ist, dann emotionale Werte, ne, für den einzelnen Lego-Sets oder aber auch DVDs, Musik. Und oder auch Videospiele und deswegen sammle ich auch nebenbei die Jackass-Filme. I know. Entschuldigung, wie viel soll das Spiel kosten? Nee, das ist 10 mit anderen. 4 Euro. 4? 3. Dann lass mich von dieser Seite. 2? Wie? Wo? 3 Euro. Der Stand ist so teuer. So, ganz kurz. Könnt ihr auf 10 rausgeben? Ja, für 1 Euro. Willst du nicht? Nee, ich will nur das. Und das willst du nicht? Diese? Nee, nur das Spiel. An dem Stand habe ich ein PC-Spiel gefunden, nämlich Harry Potter und der Stein der Weißen. Ja, ich habe es jetzt einfach mal für 3 Euro mitgenommen. Im Netz verkauft es sich so circa für 10 Euro plus dann auch nochmal Versand. Und ich habe es auch für 10 Euro schon verkauft. Schmeckt! Was am Gürtel hast. Und schauen, bring ich mal ein Wochenende. Ich habe An dem Stand habe ich auch nochmal den Kassettenkoffer gefunden, der hat mir richtig gut gefallen. Da waren so circa 30 Kassetten von die 3 Fragezeichen drinnen. Sie wollte tatsächlich immer 1 Euro pro Kassette, da wären wir jetzt bei 30 Euro gewesen. Plus dann auch nochmal für den Koffer wollte sie einen 10er, also insgesamt 40 Euro. Ich schätze mal, dass das eine Händlerin war. Ja, hättet ihr das Ganze für 40 Euro mitgenommen? Ihr könnt es ja mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es jetzt liegen lassen, weil 40 Euro ist mir dafür viel zu viel. Ja? Aber wie mache ich das? Sagt er, ich habe mit dem Jünger ja nicht gemacht, wie soll ich jetzt machen? Wenn ich gefällt, dann kann ich auch. Für? 6 Euro? In dem Video kann ich euch gefühlt gar nichts zeigen, weil ich einen Großteil von der Ware schon verkauft habe. Ihr habt da meine Freundin gesehen, die war da mit dabei. Die hat das Siedler von Catan, das war also noch komplett verschlossen, für 6 Euro mitgenommen, was natürlich ein super Preis ist. Und ich habe das Ganze für 30 Euro bei eBay verkauft. Schmeckt! Moin, wie viel soll der kosten? Leute, was kostet
kostet dieses Ding? Das funktioniert noch. Sehr gut. Wär gut. Ja. 2 Euro. Ist sogar Batterie drin. Mhm. Und das da? Ich wollte ab 10 Euro anfangen. Ja, dann nehme ich den mit. Okay, für 2 Euro? Jo. Ich bin auch mit dir. Dankeschön. Gerne. Ich muss das jetzt bieten, mal fixen, weil das steht hier so an. Leute, ich weiß nicht, was mit der Kasse ist. Das ist schon für uns, genau. 2 Euro für so einen Tiptoy-Stift, das kann man auf jeden Fall machen. So einen Tiptoy-Stift verkauft sich so circa gebraucht für 16 bis sogar 20 Euro bei eBay. Und deswegen würde ich so einen Tiptoy-Stift bis maximal 5 Euro lose mitnehmen. Kannst du mal kommen, frag mal nach. Ja. Meinst du? Ja. Kannst du mal fragen? Hallo? Wie viel soll dein Controller kosten? Das kostet 15 Euro. Wie viel? 15. 15. Ja. Der hier? 65. Und das war's auch schon wieder mit diesem Flohmarkt-Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mir natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und einmal in die Kommentare schreibt, wie eure Flohmarkt-Ausbeute war. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Flohmarkt-Video. Haut rein!